Ja, hallo GameStar-Piloten. Diesen Monat hatten wir gleich zwei Rallye-Spiele auf unserem Tisch als Preview-Version. Ideale Gelegenheit für ein Vergleichsvideo. Genau, und hier geht's los mit Richard Burns Rallye, in dem ich gerade fahre. Wie man sieht, sehr schnell, sehr rasant. Und ich kann eins vorweg sagen, es ist super realistisch und gleichzeitig super anspruchsvoll, nur mit einem richtig, richtig guten Lenkrad. Ganz viel Übung funktioniert das so wie hier. Und das ist hart an der Grenze, weil einmal mit einem Reifen im Straßengraben, der Wagen wird ausgehebelt und das war's. Aber es klingt äußerst kernig, gerade vom Motorenzaun, wo wir uns ja in letzter Zeit sehr häufig drüber beschwert haben. Jetzt kommen wir Expand Rally, das fährst du, Heiko. Genau. Und da fällt mir auf, der Motorensound, der orgelt ziemlich synthetisch leider. Ja, das habe ich den Entwicklern auch schon gesagt, sie wollen noch ein bisschen dran arbeiten. Was mir allerdings sehr gut gefällt an Expand Rally, ist wirklich die Grafik. Das ist die Chrome Engine, ein Ego-Shooter, ist auch von Techland, den polnischen Entwicklern. Macht schon einiges her, hat eine Landscape Engine. Das heißt, es macht auch nichts, dass sie mal querfeld einfahren kann. Es führen auch mehrere Kurse über eine Landschaft. Und das gibt dann doch so ein schönes Gefühl von räumlicher Freiheit. Die Grafik auch von Richard Burns Rally ist sehr, sehr realitätsnah. Ich finde sie wesentlich besser als bei allen Colin-Spielen bisher. Und das ist zum Beispiel gerade so eine Kurve, da muss man wirklich gleichzeitig bremsen und Gas geben, sehr gefühlvoll. Und zum Glück gibt es für sowas eine Fahrschule, die einem ganz genau erklärt, was man in der Übung falsch gemacht hat. Und so lernt man wirklich Rallye fahren. Es dauert sehr lang, bis man diesen Parcours fehlerfrei fahren kann. Es ist super anspruchsvoll und deswegen natürlich für eine eher kleine Zielgruppe. Also mich spricht's an, weil ich fuchse mich da rein stundenlang. Aber für das normale Rennfahrervolk würde ich mal sagen, eher Expand Rally wie hier. Ja. Auch fetzig, ne? Tatsächlich, zumal es halt hier relativ viel drumherum geben wird. Du kannst dein Auto richtig tunen, wie bei Gran Turismo, was Konsolenrennspieler wahrscheinlich kennen werden. Das heißt, ich kaufe mir immer bessere Autos, ich kaufe mir Tuningteile, mein Auto wird immer besser. Allerdings müssen die Jungs noch sehr hart an der Fahrphysik arbeiten. Funktioniert zwar schon sehr schön, dass man vom Gas geben muss und Gefühl vor einlenken, aber es gibt noch kein wirkliches Driftgefühl, das kann man hier sehr schön erkennen. Was mir allerdings gut gefällt, weil es hoffentlich ein bisschen actionreicher werden wird, das Spiel, sind die Fahrbahnwechsel, Fahrbahnoberflächen. Das habe ich hier bei Richard Burns Rally noch nicht so häufig gesehen. Vielleicht ist es ja realistisch. Ja, es wird einen ganzen Haufen Strecken geben, die ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringen. Man kann übrigens da auch neben der Strecke fahren, allerdings nur sehr, sehr kurz, weil ein Schlagloch oder ein tiefer Graben ist halt einfach mal ein Hindernis und wenn du zu schnell reinfährst, ist der Wagen schlicht und ergreifend Schrott und das war's dann. Also wie gesagt, reinfuchsen geht wunderbar, aber Expand Rally ist halt einfach, du bist schneller drin und kannst mehr Spaß haben, glaube ich. Hier sieht man es halt, ja, es ist nicht realistisch, aber ich mag das, wenn ich auf der linken Seite dann so ein versunkenes Schiff habe, dann durch eine Moddergrube flüge, dann wieder auf eine Straße zurück, dann durch ein Dorf. Also die optische Abwechslung und auch die Weitsicht bei diesem Spiel, die ist echt phänomenal, da gibt's nichts. Unser Fazit, Richard Burns Rally ist was für gestandene Rennspielexperten. Ja, und Gelegenheitsraser, die dürfen sich wirklich auf Expand Rally freuen. Alright.